Keine Angst. Ich halte keine lange Rede, ich erzähle nur kurz von einem neuen Film. Es gibt Filme, die man nach dem letzten Drehtag am liebsten gleich vergessen möchte. Der Leopard gehört jedoch zu den Filmen, die man niemals vergisst. Schon der Roman von Lampedusa hat in der ganzen Welt Aufsehen erregt. Im Film spiele ich den Fürsten von Salina und ich muss sagen, dass diese Rolle einer meiner Liebsten geworden ist. Die bezaubernde Claudia Cardinale und Alain Delon sind meine Partner. Und ich glaube, dass Luchino Visconti, der Regie führte, ein Meisterwerk geschaffen hat. Der Leopard ist bei den internationalen Filmfestspielen in Cannes als bester Film des Jahres 1963 mit der Goldenen Palme ausgezeichnet worden. Nach Cleopatra und Der längste Tag ist Der Leopard ein neuer großer Erfolg der 20th Century Fox. Die New York Times bezeichnet diesen Film als einmaliges Kunstwerk. Nur vergleichbar mit Vom Winde verweht. Dieser Film beschwört den Glanz und das Ende einer Gesellschaftsschicht, in deren Mittelpunkt der Fürst von Salina steht. Ein leidenschaftlicher Mann, der bis zur politischen Katastrophe Sizilien beherrscht. Ich habe schon so gewartet. Die erregenden Kämpfe einer Revolution. Das sorglose Leben der vornehmen Gesellschaft. Und die Geschichte einer Liebe, die alle Geschehnisse überdauert. Die Zügel, die man sich auferlegt, sind wie ein Fieber. Aber ich warte auf den Augenblick. Die Figuren des Romans mit ihren ungewöhnlichen Charakteren, ihrem Charme, ihren Leidenschaften gewinnen hier noch an Intensität. Ich bin nicht der Mann, um dir zu widerstehen.